Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, heute geht's um Lambda-Expressions. Die kennt man hauptsächlich aus funktionalen Programmiersprachen und sind eigentlich ziemlich geil. Wer jetzt von Java kommt, da sind sie nicht wirklich mächtig, aber in C-Sharp sind sie wirklich super. Und ich freue mich, dass die wirklich so gut angekommen sind. Also, ja. Ich werde jetzt hier allerdings was importieren, und zwar using system.collections.generic. Damit wir eine Liste benutzen können. Und zwar diese Liste, die kann man zum Beispiel abbilden. Und ja, also eine Liste aus, sagen wir einfach mal, Integern. Sagen wir auch einfach mal List dazu ist gleich eine New List. Einfach nur eine New List, Dankeschön. Aus Integern, wer hätte es gedacht? Und wir fügen gleich mal ein paar ein mit diesen Klammern. Wenn ihr das noch nicht kennt, ich mache noch gesondert Videos zu den Collections, wo wir dann wirklich alle auf einmal besprechen, also Dictionaries, Listen, Sets etc. Genau, also auf jeden Fall, hier fügen wir jetzt einfach mal Werte ein: 10, 15, 20, 42 und 1, 3, 3, 7. So, und ein Semikolon am Schluss nicht vergessen. So, und was wir jetzt machen, ist folgendes: Wir suchen uns einfach die raus, die zum Beispiel ungerade sind. Also sagen wir ganz easy, for each e in list, e steht für Element. So, und jetzt kommt's, Achtung, ich nehme nicht alle Elemente in der Liste und hier sage ich einfach bloß console.writeline e. Und hier sage ich auch, okay, mir ist egal, was das E für ein Typ hat. Ich sage einfach nur var E. Und ich nehme nicht alles aus der Liste, sondern ich nehme nur die Ungeraden. Ja, das ist ja genau das, was ich möchte. Und dadurch spare ich mir Laufzeit. Ich spare mir so ziemlich alles. Und das mache ich ganz easy mit Punkt where. Punkt where ist eine super Funktion, die euch eine Liste automatisch filtert. Und die braucht hier drin jetzt eine Lambda-Expression. Und Lambda-Expressions, die bilden sozusagen ein Element T aus dieser Liste, auf der wir gerade dieses Where aussuchen. Die nehmen dieses Element T oder auch X von mir aus, ist mir echt egal, und bilden es ab auf Folgendes. Und jetzt brauchen wir hier eine boolsche Funktion, die zu wahr auswertet, wenn das ganze Element ungerade ist. Also sprich, x Prozent 2 ist 1. So. Und jetzt wird dieses x genommen, hier reingesteckt, okay, ist es denn durch 2 geteilt gleich 1? Und wenn es durch 2 geteilt 1 ist, dann bleibt es hier drin und wird als in dieser For-Each-Schleife benutzt und ansonsten wird es einfach übersprungen. Das heißt, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir 15 und 1337 sind die einzigen ungeraden Zahlen und 10, 20 und 42, ja, ist völlig egal. Okay, also da gibt es haufenweise Funktionen auf den Listen, aber das hier im Prinzip ist eine Lambda-Funktion oder eine Lambda-Expression. Und das sehen wir immer an diesem Operator hier, nämlich an diesem Pfeil. Und wenn ich jetzt nochmal diese Funktion .where aufrufe, .where, dann sehen wir hier, hier sehen wir es, nimmt eine Funktion, die einen Integer, also das, was in der Liste der Typ ist, auf einen Bool abbildet. Ja? Das heißt, eine Funktion bildet einen Integer, nämlich jedes Element der Liste, auf diese boolsche Funktion ab, ob sie tatsächlich noch in der Liste bleiben soll. Und wenn ihr das immer so seht, also hier dieses Punkt, da sehen wir dieses Zeichen nach unten. Hier bei Union ist es genau dasselbe. Wir haben auch wieder eine. Egal. Auf jeden Fall sehen wir da immer, ob wir jetzt sowas brauchen. Also zum Beispiel auch noch bei Order by, wo haben wir sie? Order by können wir auch mal machen. Und zwar sagen wir, okay, wir möchten sie jetzt gerne ordnen. Naja, aber wir möchten sie von oben nach unten ordnen. Das heißt, wir sagen Order by descending. Und jetzt brauchen wir Folgendes. Order by descending nimmt einen Integer und nimmt. Also quasi ein Element der Liste, beziehungsweise jedes Element der Liste, also jedes x innerhalb dieser Liste und wird abgebildet auf wiederum genau
das, nach dem wir sortieren wollen. Sprich, jetzt brauchen wir nicht ein Bool, sondern eine Integer-Funktion. Das heißt, wir bilden jetzt ab auf x, x bilden wir auf x ab. Und sagen hier, okay, das ist jetzt eine ziemlich langweilige Funktion, ist mir schon klar, aber das hier vorne sind die Elemente in der Liste und hier hinten kann auch irgendeine Funktion aufgerufen werden, die euch irgendwas berechnet. Also sowas wie jetzt das Leben von einem Gegner, keine Ahnung, und dann berechnet ihr automatisch den Gegner mit dem meisten Leben oder sowas. Und ja, ziemlich cool. Also so bildet man Listen sozusagen dynamisch ab. Wenn ich das jetzt hier habe, dann wird automatisch diese Liste sortiert und ich habe quasi nichts gemacht, aber es macht für mich alles automatisch. Und ja, das ist auch so eine wundervolle Funktion. Genau, und hier könnt ihr einfach mal durchgucken, ob ihr noch weitere solche Sachen findet, aber im Prinzip wollte ich euch ja Lambda Expressions zeigen. Die gibt es nicht nur bei Listen, sondern überall im Prinzip. Nur bei Listen finde ich es irgendwie am praktischsten, also wenn man halt so super eine Liste filtern kann. Genau, aber man kann sich auch selber eine sogenannte Funk definieren, das ist das hier. Das ist ein Delegate, zeige ich euch noch mehr dazu irgendwann mal. Und sagen wir einfach mal, wir haben eine Funktion von Integer nach Integer und nennen sie, keine Ahnung, f1. Und das ist jetzt gleich wie wir bilden x, also wir bilden ein x, das wir bekommen, ab auf, das ist der Abbildungsoperator, dieses x wird nachher zu und jetzt kommt das, zu dem es wird, zum Beispiel zu 2 mal x, keine Ahnung, also irgendwie sowas. Und wenn wir jetzt hier drin sagen, okay, console.writeline, upsala, writeline, dann sagen wir f1.invoke und hier sehen wir jetzt, okay, hier muss ein Integer als Argument rein, sagen wir einfach mal 4 und dann rufen wir das auf, rufen hier drin die Funktion auf, f1, und die nimmt dieses x, also diese 4, die wir hier bekommen haben, nimmt dieses x und bildet es ab und das ist dann der Rückgabewert, 2 mal x, also 2 mal 4 in dem Fall, also 8. So, und hier vorne müssen wir jetzt einfach nur die Typen definieren, also sagen wir hier ein Int muss rein, Int muss raus oder wir sagen irgendein Objekt muss rein, also zum Beispiel Object und ein Bool muss raus und dann sagen wir hier, naja, wir bilden x ab auf x.equals. Keine Ahnung, irgendein anderes Objekt, 42. Und jetzt sagen wir hier f1.invoke und zwar mit 4. Und da wir alles reinstecken dürfen, naja, 4 ist nicht gleich 42, aber wenn ich jetzt hier eine 42 reinstecke, wunderbar, es ist gleich. Also so funktionieren die Dinger. Noch ein bisschen was zur Syntax jetzt. Wir können das Ganze hier auch in geschweifte Klammern setzen, dann funktioniert das eigentlich wie eine richtige Funktion. Also wenn ich das hier mache, ups, und hier logischerweise dann auch, so, dann ist das hier innen drin erstmal falsch, denn ich muss hier ein Return-Statement haben, das mir ein Boolean zurückgibt. Also muss ich hier Return haben und hier hinten dran brauche ich auch noch ein Semikolon. So sieht es schon wieder aus wie eine richtige Funktion. Das kennt ihr vielleicht jetzt auch. Sieht ein bisschen ähnlicher aus wieder, aber ist genau gleichwertig zu dem, was wir gerade hatten. Was ich auch machen kann, ist, ich kann hier vorne sagen, okay, das ist vom Typ Integer und hier Klammern drumherum setzen oder auch vom Typ Object, Object, so, und Klammern drumherum setzen. Das ist aber irgendwie doppelt gemoppelt, weil das steht ja hier schon drin. Das heißt, das braucht man auch nicht, das kann man sich auch sparen. Es wurde quasi so lange gespart, bis, ja, bis halt genau das passiert ist. Man kann aber auch mehr als nur zwei Parameter eingeben. Als nur ein Parameter eingeben. Das heißt, hier habe ich ja einen Parameter als Eingabe und einen als Ausgabe. Wenn ich jetzt hier noch weitere Parameter hinzufüge, zum Beispiel hier noch ein Integer, dann kann ich sagen, wir geben aus, ob x, also dieses Object x hier, ich mache das gerade mal wieder weg, weil das wollen wir nicht. Das ist ja irgendwie doppelt gemoppelt, hatten wir gesagt. X und y bilden wir jetzt beide ab, allerdings brauche ich dann hier die Klammer drumherum. So, x und y bilden wir beide ab und zwar auf x equals y. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir rufen es auf mit 42 und 3.
Und die sind logischerweise nicht gleich, aber wir können es trotzdem überprüfen, indem wir einfach diese Equals-Methode hier drin aufgerufen haben. Das heißt, so kann ich beliebig viele Variablen in diese Lambda-Funktion reinmachen. Wenn ich allerdings keinen Eingabeparameter habe, einen Ausgabeparameter brauche ich immer, dann sage ich, okay, weg damit. Und hier kommt die leere Klammer und sage hier return, ich brauche einen Boolean, ne? Return true. Sowas kann ich auch machen. Ups, klein geschrieben logischerweise, nicht groß geschrieben. Ich habe vorhin gerade Python programmiert. Da wird das Ganze groß geschrieben, hier wird es klein geschrieben. Gut. Also so bilde ich keinen Parameter ab. Und wenn ich jetzt auch noch keinen Rückgabetyp habe, sondern irgendwas nur ausführen möchte, dann habe ich keine Funktion oder keine Func mehr, sondern dann habe ich eine Action. Und Actions sind genauso irgendwelche Sachen. Action hat keinen Rückgabewert, sondern einfach das hier. Also Action bildet ab, auf. Und jetzt machen wir hier unseren Code, zum Beispiel console.writeLine hi. Und jetzt kann ich hier trotzdem noch sagen f1.invoke. Sowas hier. ja, kann ich nicht so sagen, weil ich kriege ja keinen Rückgabewert. Ups. Weil es ist ja nur eine Action. Okay, wenn ich das jetzt starte, dann habe ich einen Fehler, weil ich Semikolon vergessen habe. So. Genau, und jetzt steht hier einfach hi. Das heißt, ich führe diese Aktion einfach aus. Also so kann ich mir sozusagen Funktionen speichern. Auch ganz normale Function Pointer funktionieren nicht anders. Wenn ich jetzt hier eine Funktion habe, Function, public void abc und die tut einfach nichts, dann kann ich mir die auch speichern, und zwar sage ich dann einfach action f2 gleich abc. Und habe einen Fehler logischerweise, weil die hier nicht static ist. Ich habe kein Objektverweis, das heißt, ich habe keine Funktion zur Verfügung. Aber wenn sie auch static ist, dann kann ich mir einfach diese Funktion hier in einer Action speichern und später einfach aufrufen mit dieser Invoke-Funktion. Übrigens, wenn ihr einer Void-Funktion irgendwelche Parameter geben wollt, zum Beispiel hier kommt noch ein Int rein, Int a, dann könnt ihr auch einfach Folgendes machen. Einfach hier eine spitze Klammer auf und den Typ Int reinstecken. So. Und somit weiß man schon, okay, ein Parameter, Rückgabetyp ist void, und wir haben hier die Funktion als Funktionspointer, das heißt, wir müssen sie uns nicht definieren. Aber das ist nicht speziell jetzt für Lambda, das war ein Functionpointer, aber da das im Prinzip eh fast dasselbe ist, ja. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und die Dinger sind wirklich praktisch, also vor allem bei den Listen. Aber wenn ihr selber sowas wie diese Liste schreiben wollt, die sowas Cooles kann, dann sind die natürlich unumgänglich. Alles klar, dann hoffe ich, wie gesagt, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.